Er sprang jetzt. Ja! Juhu! Juhu! Wie geil! I definitely need an object to make these cogs turn. Ja, da jetzt könnten wir wahrscheinlich. Ach, den Schlüssel denn da rein, oder was? Jo! Nee. The central cog is blocked. Immer noch. Ach, verdammt. Zu früh gefreut. Oh, ich. Ja, dreh hier leicht durch bei diesem Rätsel. Ich verstehe das gar nicht. Also ich meine, wir können ja nicht weg, weil er dann anzeigt, dann wird das zurückgesetzt. Das bedeutet also für mich, dass wir das Rätsel mit den Sachen, die wir hier haben, lösen können. Wir haben die Uhr umgestellt, das da oben klemmt. Hier kann man machen, was man will, das klemmt auch. Den Zettel kriegen wir nicht raus. This wooden panel is blocked. Ja, genau. An diese Sachen hier, da kann man auch nichts machen. This wooden panel is blocked. I can't. Was ist mit denen hier? Aha. This leg is not well attached. Ist nicht richtig befestigt. Drehen! Doch. Ah! Wartet mal. Aha! It should be possible to open the wooden panel. Ach, die Holz. Wartet. Jetzt kann man das hier. Look! A key. Ah, so. Ja, was anderes wäre mir jetzt auch nicht eingefallen, was man hier drücken könnte. Weil mir ist ja hier auch nicht. Aber was sollen wir denn jetzt mit den Schlüssel? This could be useful. Nützlich ist. Aber da oben war doch kein Schloss. Hä, war hier ein Schloss? Nee. Ist doch kein Schloss. The cogs are blocked by these wooden. Ja, die werden immer noch hier durch. The cogs are blocked by the. Also hier kommen wir immer noch nicht weiter, okay. Was ist das da? Was heißt denn das this hier? Code probably has something to do with the mechanism above. Okay, the das hat also mit oben zu tun. So sollen wir überlegen, was das heißt. Ich könnte mir vorstellen, dass das heißt in der Mitte. In der Mitte. Ja, was sollte das hier bedeuten? Ne? Links und rechts? Okay, wir probieren das mal. In der Mitte, links und rechts. In der Mitte. Links und dann da oben rechts. The cogs are. Nee, das war schon mal falsch. Dann tauschen wir die hier einmal kurz. Er sprang jetzt. Ja! Juhu, juhu, wie geil. I definitely need an object to make these cogs turn. Ja, da jetzt könnten wir wahrscheinlich. Ach, den Schlüssel denn da rein, oder was? Jo! Nee. The central cog is blocked. Immer noch. Ach, verdammter Mist. Zu früh gefreut. Aber vielleicht können wir jetzt hier was. This wooden panel is blocked. Und wenn wir da oben dann raufdrücken? Hier? This nee. Decoration appears to be firmly fastened. Nee, die sind gut befestigt hier, schade. Vielleicht kann man, muss man jetzt hier einfach weiter drücken. I definitely need an object to make these cogs turn. Achso, nee, also hier kann man nicht mehr raufdrücken, alles klar. Das bringt nichts. Ja, dann, jetzt hier vorne, oder? This metal disc is stuck. Nein, das klemmt nicht mehr, verdammter Mist. Wir haben doch jetzt hier alles gelöst. This metal disc is stuck. Was ist das für ein Rätsel? Wer denkt sich so eine Uhr aus? Ja, da konnte man nichts machen, ne? Ja, okay, das geht immer noch nicht. Vielleicht jetzt nochmal die Uhr verstellen? Nee. I definitely need it. Ja, wir haben ja den Ah, wartet mal, man kann ja auch die anderen Sachen hier drehen. Ah! Bin ich blöd? Ja, na klar. So. Ach, hier unten ist aber jetzt blockiert. Geht das vielleicht? Nee, das geht ja trotzdem. So geht das noch nicht, ne? Doch, das geht. Clicked on the front of the clock. Ah, wie genial. Geht's. A new lock has appeared. Ich versuche nochmal mit dem Schlüssel. Okay. Ja, meine Güte. Was für eine Aufgabe. Jetzt haben wir es. This could be useful. Oh Gott, oh Gott. Pff. Hilfe, was für eine Uhr. Betty,
I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. Aha. My dearest Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again, Adrian. Okay. Zwei Liebhaber oder was? Hä? Gott, ich will gar nicht wissen, wie lange wir jetzt dafür gebraucht haben. Was ist denn da hinten? Wieder ein Medikament? This small key should be useful to me. Okay. Hilfe, überall Schlüssel, wir nehmen alle mit. Medicine to prevent voice loss. Stimmverlust. Did Betty have problems with our voice? Könnten wir nochmal fragen? So, beide Sachen auf jeden Fall interessant. Was ist das da oben? A record sleeve with an unwritten title. Betty must have recorded a demo. I'd be interested to hear it. Ja, dann nehmen wir es doch mit. Können wir das vielleicht? A record sleeve. So, schade. Ich dachte, wir könnten das vielleicht unten mal auflegen. Das ja, Spiegel hier, da hat sie sich immer schön gemacht. Ganz viel Schminke. Nee, du sollst dich jetzt nicht schminken. Ich meine ja die Sachen da unten. Okay, sonst. I have not finished inspecting Betty's bedroom. Noch nicht fertig. Without a doubt, Betty used to sing. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt. Aber das interessiert ihn wohl nicht mehr. Klamotten hatten wir. Wir gehen nochmal nach hinten. Das hatten wir auch. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas anderes. Das Bild oder so. Nicht die Uhr. Nee, okay. Betty, ja, das wissen wir. My dearest Betty. Oh, hahaha. Hier sind nur die Briefe. Das Fenster. Was ist das hier vorne? It looks like Betty has a very busy life. Oh ja, guck mal, da war sie im Kino. Eintrittskarte. Einladung zu einem Ball. But she liked luxury and going out. And being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. Vielleicht war deshalb die Schwester auch ein bisschen wütend oder sauer oder neidisch einfach, ne? Stopp, anhören. Schaltplatte anhören. Jetzt haben wir die gar nicht mitgenommen, ne? Oder haben wir die jetzt mit? Jetzt haben wir die nicht mit. Nee, wir gehen immer nach oben. Ich hab doch gleich gesagt, du sollst die einpacken. Oh. Er hört ja nicht auf mich. A record sleeve with an unwritten. Ach so, nee, das geht so auch nicht. Schade, okay, dann gehen wir nochmal runter. Vielleicht können wir die Schwester überreden. Aber wenn die Schwester. Ah, ich glaube, die Schwester wird das wahrscheinlich eher nicht hören. Wir gehen trotzdem mal kurz hin. Ah, oh nee, nicht. Nein, keine Überlegung. Oh nee. Nee. Ah, wir haben einen Schlüssel. Hier, wir versuchen erstmal den Schlüssel. Komm. Da unten. Und bitte. Let us see. What is this cupboard hiding? Oh, das klappt. Was für ein Glück. okay, das ist wohl das Orchester hier. This looks like solfège. Okay, Musiklehrer. Ich habe davon ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich hätte gedacht, ja, hier sitzen dann die Künstler, aber das ist wahrscheinlich auch falsch. Vergesst es, vergesst es. Wir wollen was hören. I cannot open it. Oh Gott, was haben die denn hier früher für Erfindungen gehabt? Das ist ja furchtbar. That doesn't work. I must have forgotten a step. Ja, ich übersehe hier ganz viele Schritte, glaube ich. Wir drehen das ganze Teil mal. Hier ist noch was. Okay. Was heißt hier D? Alter Schwede, was ist denn das hier? There is bound to be a clue somewhere. Ach, dafür brauchen wir wahrscheinlich die Notizen unten. Ich gehe kaputt. Was sind das für Erfindungen? I cannot open it. Ja, das geht natürlich. Ja, ist klar. Ich kann nicht mehr. Herrlich. Okay, also was waren das? Das waren jetzt drei Sachen oder was? Also, oder vier und dann ergibt das das? Wir testen mal kurz.
Ich hab's auch schon wieder vergessen, wie viele hat hier oben. Da sind nur drei. There is bound to be a clue. Eins. Zwei. Und dann nehmen wir vielleicht das hier. Ist das richtig? Das ist ja auf jeden Fall nicht richtig. Hm, nochmal schauen. Ja, wir bilden uns hier ordentlich, ne? Da muss man sagen. Also das. Oder aus den dreien. Aber das war ja, glaube ich, schon, ne? Das war ja falsch. Oder aus dem, dem und dem. Ah! Also aus einem. There is bound to be a. Ja. Aus dem. Ist das jetzt richtig? Nee, dann würdest du ja wahrscheinlich Klick machen, ne? Oder aus dem. Drei von denen oben. Das war ja das andere, was ich vermutet habe. Ja, das ist auch nicht richtig. Okay, was wollen die denn hier schon wieder? Gott, oh Gott. Also wir haben das Symbol. Ja, 1, 2, 3 hätte ich jetzt gesagt. Ist aber falsch. Welche drei Sachen ergeben denn das hier? Ach so, oder hier, da. Also unten, oben, unten. Ist das vielleicht richtig? There is bound to be a clue. Ja. Jetzt müssen wir hier unten, oben, unten. Oh, jetzt klick doch hier diesen Mechanismus. Bitte. I cannot open it. There is bound to be a. Warte, wir haben einmal unten. Aber das hatte ich ja vorhin schon probiert. Ne, das hatte ich glaube ich schon. Das geht natürlich auch nicht. Was ist das hier? Was ist das hier? Also die Leute, die sich damit auskennen, lachen mich jetzt hier wahrscheinlich. Lachen sich jetzt hier schlapp. Aber ich kann damit gar nichts anfangen. Oder? Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Jetzt das. Ich glaube, da macht auch keinen Sinn. Wir probieren es aber mal. Aber das wäre ja nicht plus. That is bound to be a. Also das. Oh. Was war hier oben jetzt noch? Also das geht nicht auf, ne? Ja, alles klar. Das Teil hat auch nicht funktioniert. Habe ich wieder was übersehen? Kann man hier irgendwas drücken? Hä? Wie kommen wir auf dieses eine Zeichen? Drei Sachen ergeben das Zeichen. Oder andersrum, das zu dem? Also erst die drei? Wahrscheinlich auch falsch. There is bound to be a clue somewhere. Dam. Nee. Das gibt's doch nicht. Das hatte ich ja auch schon. Oh Mann. Was, ich kann ja mit den Zetteln überhaupt nichts anfangen hier. Wir haben das. Ich meine, hier steht Plus. Plus. Ich hab doch alles schon. Hä? 4? 1, 2, 4. 2 plus 2. Hä? Ach so, oder?
Das hat jetzt 4 und wir brauchen davon ein und davon zwei. Ne, das hatte ich ja. Das hatten wir doch schon. Ne, das haben wir schon. Das würde sogar 4 ergeben. Macht Sinn. Das plus das plus das macht das. Das ist aber nicht richtig. Das kann sowieso nicht richtig sein. 2. Ah, nein! Darf ich dieses Bambusrohr vielleicht haben? Idee, brauche ich nicht mehr. Oh, cool! Also wir kriegen ja hier echt an allen Ecken irgendwas geschenkt.